Hallo liebe Wander- und Outdoor-Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Video-Vlog-Update für unser PCT-Projekt dieses Jahr. Und das steht jetzt tatsächlich in den Startlöchern. Nur noch ein paar Tage jetzt von jetzt an und dann sitzen wir im Flieger über den großen Teich und fliegen nach Kalifornien, nach San Francisco, um dann ein paar Tage später den Pacific Crest Trail endlich zu starten. Nach 6 Jahren Vorbereitung und dem Abbruch 2020 dank Corona. Nur um das noch mal kurz anzusprechen für alle, die unserem Kanal seitdem noch nicht folgen. Ja, jetzt wollte ich mal ein kurzes Update heute machen. Bin mal spontan raus, das tolle Wetter genießen, ein bisschen spazieren. Habe mir eine Drohne in den Rucksack gepackt, für noch ein bisschen hier übers Feld zu fliegen und mal abzuschalten, ein bisschen zu entspannen, weil es ist anstrengend gewesen die letzten Tage. Und zwar haben wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen unter uns immer gewitzelt und haben gesagt, ja, was wird sich dieses Mal in den Weg stellen? Und ja, der Schnee ist immer ein Thema, wenn man den PCT macht, weil der macht das ganze Projekt, wenn viel fällt, sehr viel schwerer, da der Zeitslot, in dem man die Sierra Nevada machen kann, kleiner wird. Und da haben wir schon immer gesagt, das wird bestimmt ein Jahrhundertschneejahr, ist klar, mit 50 Metern Schnee. Ja, und wie ist es jetzt gekommen? Es ist ein Jahrhundertschneejahr mit nur 20 Metern Schnee. So, also wenn man das Ganze positiv sehen will, es könnte schlimmer sein. Nee, es ist wirklich schwierig, weil Kalifornien im Moment herrscht da sogar noch hier der nationale Notstand, State of Emergency, in Südkalifornien sogar. Da hat es an Orten geschneit, wo es normalerweise nie schneit, und in den Höhenlagen, wo der PCT rübergeht, da liegt sogar so viel Schnee wie teilweise noch nie oder seit 40 Jahren nicht mehr. Also, ja, das ist schade. Es hätte ja auch jetzt können mal einfach ein normales Jahr sein, wo nicht ein Jahrhundertereignis ist, aber es ist so. Wir haben jetzt die Tage hin und her überlegt, was wir tun. Und im Prinzip haben wir bis gestern Abend noch gesagt, ich glaube, es geht nicht. Wir müssen uns eine Alternative überlegen. Und wir hatten ja schon als Alternative den Continental Divide Trail. Falls ihr den nicht kennt, könnt ihr ja mal googeln. Der führt dann auch von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada. Aber dann halt über New Mexico, Colorado folgt der den Rocky Mountains, also auch der Höhenlinie. Da ist jetzt nicht so unnormal viel Schnee gefallen. Das ist ein normales Schneejahr, was aber auch viel Schnee bedeutet. Da haben wir gesagt, vielleicht ist der PCT dann doch too much, weil jetzt irgendwie deutet sich so an, 2000 Kilometer über eine geschlossene Schneedecke zu laufen. Und wir haben ja Erfahrung mit Schneetagestouren und wissen für uns, dass das halt sehr anstrengend ist, einen sehr viel langsamer natürlich macht, alles sehr viel schwieriger, gefährlicher, Verletzungsgefahr steigt. In den Höhenlagen gibt es da sogar dann halt wirklich Absturzgefahren. Und ja, aber unsere innere Stimme hat die ganze Zeit gesagt, nee, wir gehen jetzt einfach mal los und gucken, was wir kriegen. Und ich denke, das wird auch jetzt unsere letzte Entscheidung bleiben. Wir bleiben jetzt bei dem Plan, und auch so wie unser Permit ausgestellt ist, am 20. März werden wir am südlichen Terminus an der mexikanischen Grenze starten und dann Richtung Kanada aufbrechen. Wie viel wir von diesem Weg am Ende schaffen, das eine Garantie dafür, dass so ein Thru-Hike möglich ist, gibt es ja sowieso nie, in keinem Jahr. Und wir gucken dann einfach, was wir kriegen. Also es kann sich ja immer ein Feuer, eine große Hitzewelle, man selbst kann krank werden, sich verletzen, das kann immer passieren. Also eine Garantie gibt es nie. Es ist halt jetzt ein bisschen schade, dass wir schon anreisen und gleich wissen, es wird sehr schwer bis hin zu unwahrscheinlich, so einen kontinuierlichen Weg nach Norden zu gehen. Wir werden auf jeden Fall sehr flexibel sein müssen. Das haben wir uns vorher schon immer eingetrichtert. Ob das dann am Ende klappt, dass wir flexibel sind, das wird sich dann zeigen. Wir werden es aber sein müssen. Und ich hoffe, dass wir zumindest die Sierra erreichen können, dass wir durch Südkalifornien mehr oder weniger gut durchkommen bis nach Kennedy Meadows. Das sind ja schon mal über 1100 Kilometer. Das ist ja erstmal ein Stück. Und wenn es dann nicht da weitergeht, weil die Berge einfach unpassierbar sind und wenn die Schneeschmelze da eintritt, dann kann es sein, dass das erst Ende August, Anfang September vielleicht sogar noch mal geht oder sogar gar nicht. Dann lassen wir das weg und machen dann so ein bisschen Rosinenpicker und gucken einfach, was kann man machen. Washington wollen wir auf jeden Fall dann noch machen oben. Also das letzte Stück, das ist auch ein Highlight. Und dann
ja, werden wir total flexibel sein. Und ich denke, wir müssen unsere innere Einstellung jetzt weg von dieser Vorstellung, dass es einen Hike von Punkt A nach Punkt B ohne Unterbrechung gibt. Das ist ja, wie gesagt, sowieso unwahrscheinlich. Davon müssen wir uns lösen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Zeit genießen, Menschen kennenlernen, Abenteuer erleben und ja, einfach draußen sind und das Beste aus dem machen, was uns gegeben wird. Und wenn es dann halt ein Side-Trail ist oder wir eine Zeit lang irgendwo campen und uns die Umgebung da anschauen, ja, es ist jetzt einfach, wir starten ins Blaue, ins Abenteuer. Das ist das auch, was wir ein Stück weit wollten. Das kriegen wir auf jeden Fall. Abenteuer wird es ohne Ende und ich hoffe, ihr begleitet uns dabei. Ich werde jetzt hier vorne am Feld mich auf die Bank setzen und noch schön ein bisschen gemütlich zwei Akkus Drohne leer fliegen. Und ja, ich hoffe, ich finde die Zeit, dass wir uns kurz vor Abflug nochmal mit einem kleinen Update, mit einem kleinen Vlog melden können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin begleitet. Kanal abonnieren, freue ich mich drüber. Und dann sage ich für heute ciao, wir sehen uns, bis demnächst. Jetzt nicht ganz so geil, das Fliegen, Wind ohne Ende und saukalt da auf der Bank und ich habe natürlich auch mal wieder Handschuhe vergessen, aber gutes Training für den PCT dieses Jahr, die Eiszeitwanderung.